oder noch schlimmer in der Pflege, in dem Bereich Krankenhäuser und Pflegeheime. Es ist doch krank, wenn ich mir das jetzt angucke, dass Hedgefonds sich massiv in die deutschen Pflegeheime einkaufen, weil das ihnen Renditen von teilweise 14-15% verspricht. Das ist doch verrückt, dass hier mit der Situation älterer Menschen, die Pflege brauchen, ein massives Geschäft gemacht wird. Das darf man doch nicht solchen Renditejägern überlassen. Und gerade auch in der Corona-Zeit haben wir doch gemerkt, wie wichtig es ist, ein gutes Gesundheitssystem zu haben. Da wird uns jetzt seit anderthalb Jahren erzählt, wir müssen ja alles machen, um die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Da haben diese Politiker, die uns das erzählen, jemals mit einem Pfleger oder einem Arzt gesprochen? Also alle Pfleger und alle Ärzte, die in Krankenhäusern arbeiten, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir ganz klar gesagt, Überlastung des Gesundheitssystems, die hatten wir doch schon vor Corona, die hatten wir in jeder größeren Grippewelle, weil wir Personalnotstand haben, weil die Leute viel zu schlecht bezahlt werden, weil sie ständig überfordert sind. Das ist doch eine Dauersituation. Und ich finde es eine Schande, dass wir jetzt nach anderthalb Jahren Corona immer noch nichts an dieser Situation geändert haben. Im Gegenteil, wir haben doch heute, wenn man sich das anguckt, weniger Krankenhäuser, weniger Intensivbetten und auch weniger Vollzeitpflegekräfte im Krankenhausbereich als zu Beginn von Corona. Das kann doch nicht wahr sein. Politiker, die sowas verantworten, die muss man doch wirklich vom Acker jagen. Das ist doch ein Unding, dass das alles so weitergeht. Auch die dritte im Bunde, die dritte Kanzlerkandidatin, das Grün, ist ja heutzutage auch nicht mehr die Farbe der Hoffnung. Es ist eher die Farbe der Verteuerung und der Preissteigerung. Und da muss man ja auch sagen, das wird dann immer angekündigt. Da wird dann immer gesagt, ja, das ist ja alles nötig, um den Klimawandel zu stoppen. Und wer will ja nicht den Klimawandel stoppen? Aber ich bitte diese Grünen, also das ist doch eine Beleidigung der Intelligenz, wenn sie uns ernsthaft erzählen, dass man den kleinen Leuten die Heizkosten und die Spritkosten immer mehr erhöhen muss und das in einer Situation, wo der Sprit jetzt sowieso schon 30-40% teurer geworden ist, dass das irgendetwas ändert am Klimawandel. Das ist doch absurd, als ob dann eine Durchschnittsfamilie in ein tolles Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe umzieht oder eine Durchschnittsfamilie sich einen Tesla kauft, weil der Sprit so teuer ist. Wo leben die denn? Das können sich doch die einfachen Leute überhaupt nicht leisten. Das heißt, die fahren natürlich weiter ihr Auto und sie leben auch weiter vielleicht in einem Haus mit Ölheizung. Wenn sie Mieter sind, haben sie sowieso keinen Einfluss drauf, aber sie haben immer höhere Kosten, die ihren Lebensstandard reduzieren. Und da sage ich, das ist kein Klimaschutz, das ist Klimaheuchelei. Und wenn man Klima schützen will, muss man anderes tun.